erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg gestaltete Mettmann ein großes Heimatfest, 1050 Jahre nach der ersten Urkundlichen Erwähnung. Unserer Heimatstadt ist der im Zentrum gelegene alte Königshof. Der historische Stadtkern wird geprägt durch die im 12. Jahrhundert gebaute Lambertuskirche und die Markthäuser, deren Geschichte bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht. Beginn der Feierlichkeiten wurde der Toten auf dem Ehrenfriedhof gedacht.
der Gartenstraße ernannte Bürgermeister Rosendahl Ewald Hütz für die Dauer des Festes zum Stadtkommandant. Marschierte man zur Stadtgrenze am Stübbenhaus, um den Ehrengast, Bundesinnenminister Gerhard Schröder, gebührend zu empfangen. Auf dem Königshof unter der alten Kastanie fällte harte Urteile und verdonnerte selbst den Minister Schröder zu der hohen Strafe von sage und schreibe 10 deutsche Mark. Thank you.
Walter Erasmi vom Westdeutschen Rundfunk berichtete live von der großen Veranstaltung. Alten Lambertusturm wurde ein ganzer Ochse am Spieß gebraten, der, wie man sieht, schnell viele Abnehmer fand. War ein großer historischer Festzug, der die wichtigsten Ereignisse der Stadtgeschichte in lebenden Bildern, angefangen vom Neandertaler über die Verleihung der Freiheitsrechte bis zum Besuch des alten Blücher darstellte. Heimatbewusstsein wurde großgeschrieben. Vereine, Verbände, die Landsmannschaften der Heimatvertriebenen, die Bauern, das Handwerk, die Industrie, alle waren mit Begeisterung und
und selbstlosem Eifer bei der Sache und hatte somit wesentlichen Anteil am großen Erfolg. Thank you.
mehr als 50.000 Besucher, das gut Dreifache der Einwohnerzahl Mettmanns, säumten die Straßen und waren restlos begeistert. Schützenkönig der Sebastianer war im Jubiläumsjahr Paul Brenger, der zusammen mit seiner Königin Gerta immer wieder huldvoll seine Untertanen grüßt. Thank you.
nur die Erwachsenen sollten das Jubiläum feiern, sondern auch die jungen Bürger Mettmanns. Tausende von Kindern erlebten auf dem Sportplatz am Pfingstgarten ein großes Fest mit Onkel Albert, das ihnen gewiss lange in Erinnerung geblieben sein wird. Brillantfeuerwerk erleuchtete den Himmel über Mettmann und beendete damit ein Fest, das allen Beteiligten unvergessen war.